Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Age of Empires 4. Warum habe ich jetzt hier Englisch? Wenigstens hätte ich gerne. Ja, machen wir weiter im Multiplayer. Die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, war eine, in der das Spiel gecrashed ist, was mir seitdem nicht mehr passiert ist, davor auch nicht passiert ist. Deshalb habe ich nach wie vor stark den Verdacht, dass da irgendwas fishy war. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen zu salty, weil ich glaube, dass das Spiel hätte gewinnen sollen. Aber gut, dazwischen liegen jetzt auch schon wieder ein paar Partien und warum drüber, jetzt spiele ich mal eine andere Karte. Spiele gegen die Mongolen und die Karte ist, glaube ich, relativ defensiv, da kann man sich in der Mitte ganz gut zumauern. Aber schauen wir mal, vielleicht, also die Mongolen ist immer ein bisschen tricky, die muss man gut scouten, weil die jede Menge fiese Sachen machen können. Er lädt langsamer als ich diesmal. Normalerweise bin ich immer der, der langsam lädt, aber gut. Das nehme ich auch gern mit. Mongolen können zum einen sehr früh einen Scout Rush machen, in der ersten Zeit schon. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und andererseits gibt es auch ein, ja, es ist nah einem Exploit, ein Cheese, oder wie man noch es nennen möchte. Die Mongolen können nämlich alle ihre Gebäude einpacken und ja, mitnehmen, woanders hinstellen, so auch ihr Dorfzentrum, und es gibt ein paar Clowns, die eben einfach ihr Dorfzentrum einpacken und das neben das Gegner stellen, damit alle Dorfbewohner abknallen, und man kann da nicht allzu viel gegen tun. Man muss es, wenn man es nicht rechtzeitig sieht. Wenn man es rechtzeitig sieht, dann ist es okay. Dagegen habe ich auch schon ein paar Mal gewonnen jetzt, aber es ist halt mega nervig und ist von den Entwicklern auch gesagt worden, dass es rausgepatcht werden soll, wie auch immer das dann aussehen wird. Werden wir dann sehen. Oh, warte mal, ich muss die Schafe tatsächlich abliefern, sonst reicht das hier nicht. Ich glaube, die beste Variante ist, hier wieder auf zwei Dorfzentren zu spielen. Ich glaube auch, dass es allgemein, sage ich mal, die Standardstrategie sein sollte wahrscheinlich. Gegen fast alles. Das werde ich herausfinden, wenn ich mehr Erfahrung gesammelt habe. Das sind so die zwei Sachen, wo man sich ein bisschen in Acht nehmen muss. Ich schaue vielleicht dann schon mal direkt bei ihm vorbei. Man muss mit diesem Stab, mit dem Offizier hier, mit dem Reichsbeamten, auch immer aufpassen, dass man das Gold rechtzeitig einsammelt, sonst hat man zu wenig Gold, logischerweise. Aber ich bin halt auch flexibel mit dem Reichsbeamten, denn wenn er zum Beispiel einen Scout Rush macht, kann ich relativ schnell, da ich in diesem Moment kann ich meine Gebäude sowieso schneller bauen, und dann kann ich relativ schnell eine Kaserne bauen und dann sehr, sehr schnell auch meine Speerträger eben ausbilden. Das ist sehr, sehr praktisch. Okay, er hat schon mal sein Dorfzentrum nicht abgebaut, das ist schon mal gut zu wissen, also noch nicht, das kann natürlich noch kommen. So, hier bin ich schon wieder ein bisschen zu spät dran. Noch sehe ich nichts, was mir besonders große Sorgen bereitet. Er hat aber wirklich einen tollen Platz hier gefunden für sein Dorfzentrum, muss man ihm lassen. Die Mongolen darf man aber auch nicht zu lange in Ruhe lassen. Die können nämlich wirklich auch eine Art Handelsboom machen. Also sie können eine starke Wirtschaft aufbauen, indem sie frühzeitig auf Handel gehen. Er hat auch kein Militärgebäude, das ist sehr gut für mich. Also für meinen Plan zumindest. Denn sie haben die Möglichkeit, erstmal mit einem ihrer Age-Up-Gebäude, mit einem ihrer Wahrzeichen, günstig Handelseinheiten zu machen. Und wenn sie es neben einem dieser Steinsammelsdinger hier bauen, dann, können sie auch noch doppelt so schnell produzieren. Also es ist sehr, sehr stark alles. Ich muss vielleicht das Gold mal einsammeln hier. Der killt jetzt hier meinen Scout, aber ja, der hält schon einiges aus, zumindest in der ersten Zeit ist der Khan nicht so stark. Hier schon, na, noch nicht ganz. Und noch einmal 20, dann habe ich's. Genau, so hat es geklappt.
Sehr viele Schafe auch dabei. Wo haben wir denn hier? Brauche ich das mal? Hier hin, dann können wir die Rehe nämlich damit schützen. Das hat er es gemerkt. Ich möchte mal gucken, ob er vielleicht doch noch irgendwas Fieses gemacht hat, ob er vielleicht doch einen Stall gebaut hat. Ich muss mal überlegen, wo ich mein Dorfzentrum hinbauen möchte. Hier wäre natürlich eigentlich auch ein guter Spot dafür gewesen. Aber idealerweise, na, vielleicht lieber hier, dann kann ich mit Gold beschützen. Dann habe ich einmal hier diese Rehe beschützt und zum anderen eben hier einmal das Gold. Das sollte doch gut funktionieren. Und da muss man halt gucken, ob der auf Mangudai geht. Ich finde Mangudai gar nicht so stark, ehrlich gesagt. Die kann man ganz gut verteidigen, wenn man eigenen Bogenschützen eben macht. Ich sollte eher hier an seinem Stein gucken, weil wenn man da... Hier hat auf jeden Fall ein Gebäude gebaut. So. Hat nicht ganz gereicht, habe ich mich... Der zieht um mit seinem Dorfzentrum, da bleiben wir mal ganz nah dran. Gucken, was das wird. Zieht zu den Rehen hier um, oder was? Sieht stark danach aus. So, jetzt müsste ich aber genug haben hier. Ne, das ist silberne Baum, was ist das? Achso, das ist so also mit Spezialtechnologie, alles klar. So, der kann mir einmal hier Steuern überall einsammeln. Wir holen uns vielleicht einfach noch einen Reichsbeamten. So, er ist auch in der nächsten Zeit. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich mit Scout, werde ich hier einen. Oh, der fahren, wenn ich das so mache. Na gut, muss ich mir gleich einfach einen neuen ausbilden. Aber mein zweites Dorf zum euch bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier das Gebäude ist, wo man diese Handelseinheiten machen kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das nur in Anführungsstrichen für Upgrades ist. Dafür kenne ich die Mongolen noch nicht gut genug. Obwohl, hier würde ich lieber erstmal einen Scout haben. Und ihr könnt eigentlich alle hier gehen. Ihr könnt dann hier auch hin. Aber erstmal habe ich ja hier meinen Scout. Ich muss ja wissen, ob ich Militär machen muss oder nicht. Ansonsten gehe ich das Ganze auch sehr gerne etwas wirtschaftlicher an. Und vielleicht ein bisschen auf Gold, damit ich mir die Upgrades holen kann. Wieder überall ein bisschen Gold einsammeln, dann geht das vielleicht auch ein bisschen schneller. So, hier ist er ja irgendwie weggefahren. Aber hat er auch ein weiteres Dorfzentrum gebaut, ist da die Frage. Da ist er auf Militär. Das alles muss ich wissen. Ich brauche auch nicht so viel Holz. Jetzt hier mal optimieren so ein bisschen. Komm hier. Schießstand erstmal. Schau mich mal überall so ein bisschen auf der Karte um, einfach um zu wissen, was so abgeht. Kann ich mal das Jagd-Upgrade holen, wunderbar. Ah, ein paar mehr auf Gold vielleicht doch nicht so schlecht. Okay, er macht das mit dem Handel. Okay. Da muss ich, glaube ich, offensiv spielen. Wie machen wir das denn am schlauesten? Nehmen wir euch und lauf nach vorne. Und. Pack alles auf Holz hier. Natürlich laufe ich direkt in den Wolf rein. Er hat auch schon ein paar Mangudai gemacht. Ah, dann könnte das hier schwierig werden. Mal schauen wir mal. Kriegen wir schon hin. Meine Ressourcen müssten eigentlich alle geschützt sein. Da sollte also nichts passieren. Hat dieser. Komm, ey, manchmal funktioniert das einfach nicht mit dem Aufpassen hier. Ah, der hat es direkt gesehen. Dann kann ich das also auch knicken. Schade. Ich muss erst Militär zu Hause bauen.
Ja, schade. Ob ich hier eigentlich die ganze Zeit arbeite? Was weiß ich gar nicht. Klingt bei mir das Spiel. Ich hoffe, das ist nur ein Internetproblem. Ja, klingt jetzt danach aus. Wenn er hier natürlich seinen Handel hat, dann muss ich da genau da rein. Häuser bauen, nicht vergessen. Habe ich schon so viel auf Holz, aber ich habe das Holz-Upgrade nicht, ne? Ne, habe ich nicht. Brauche welche auf Gold, damit ich mir die Upgrades holen kann. Was kosten die denn hier nochmal? 50 Holz hier, weil es ja gut ist. Ups, war das jetzt beide? Okay. Das ist natürlich relativ schwer, so, wir laufen einfach mal los. Das ist Upgrade, glaube ich, nur 75, ja. Kosten ja nicht alle, glaube ich. Ich hier nicht. Ne, ich habe auch relativ wenig Upgrades dafür, dass ich so viele Arbeiter gemacht habe. Brauche mir auch Gold, sonst kann ich mir gar keine Upgrades holen. Vielleicht macht er jetzt Kavallerie, das wäre also wird eine hier. Nahkampfeinheit. Das wäre natürlich am besten für ihn. Schauen wir mal, was ich so finde. Vielleicht hat er da auch ein Defensivgebäude gebaut, das kann natürlich alles sein. Wo habe ich denn jetzt schon wieder Gold ausgegeben, dass ich... Ah, für das Upgrade, nein. Und hier funktioniert der Angriffsbefehl nicht auch... Ja, nicht so geil. Ich brauche also auch noch Speerträger. Was ist denn mal los mit diesem Hotkeys hier? Wir müssen verstärkt auf Gold, glaube ich doch. Ich muss irgendwie in seinen Handel reinkommen, sonst wird das... Obwohl ich... Naja, wenn ich zwei Dörfer dann habe und er nur eins, aber dafür er das mit dem Handel hat. Weiß nicht, was besser ist. Auf jeden Fall spannend. Und ich muss seine Mobilität so ein bisschen limitieren. Deshalb fange ich jetzt mal an, die Seiten abzumauern. Obwohl, wäre es nicht schlauer, einfach das hier abzumauern? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Kann man hier irgendwo? Ja. Jetzt jedenfalls nicht mehr. Aber, ja, kann man mal. Mache ich es halt so. Ich das hasse, dass die Dorfbewohner nicht gegen Wölfe zurückschlagen. So, versuchen wir es nochmal. Und es wäre mal Zeit für mein Dynastiegebäude, glaube ich. Ich
Upgrades mal geholt. So, ich natürlich relativ wenige Speerträger nur. Hat er jetzt ein Dorfzentrum oder sein Dorfzentrum sein Zeitaltergebäude schon? Vielleicht kann ich das verhindern. Er hat sehr, sehr viele reguläre Reiter gemacht hier. Immerhin habe ich das so ein bisschen verzögert. Den Schaden macht er eigentlich nicht allzu viel, ne? Ich produziere jetzt absichtlich mal zu Hause nicht viel, damit ich auch in die Zeit komme. Jetzt brauche ich auch mehr Nahrung auf jeden Fall. Wirtschaftsbalance stimmt noch nicht so richtig. Ich habe auch das Upgrade noch gar nicht. Aber ich kann mittlerweile die Dörfer hier bauen. Mir jeweils 40 Bevölkerungsplatz liefern. Wo war das jetzt mit dem Wolf? Hier. Okay, habe ich, okay. So, ich bin in der dritten Zeit. Bei ihm hat es sich jetzt weiter verzögert, interessanterweise. Der ist gerade nicht auf dem richtigen Gebäude. Hier, ihr könnt mal ganz normal hier Steuern einsammeln gehen, das bringt ja so nichts. Er kann gar nicht mauern, fällt mir gerade ein. Mongolen haben keine Mauern aus irgendwelchen Gründen. Balancegründen, höchstwahrscheinlich. Na, wenn ich Pech habe, hat er jetzt schon eine mega krasse Goldwirtschaft aufgebaut. Ich habe wahrscheinlich, fast schon garantiert mehr Arbeiter als er, also normaler Dorfwohner, aber wer weiß, ob das reichen wird. So, gucken wir mal, ob der Attack-Move diesmal funktioniert und vielleicht sollte ich noch den Rest hier so ein bisschen abmauern, aber naja, ich verlasse es mal so, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Wirklich gefühlt von allen wenig, obwohl ich muss einfach mehr auf Dings hier schicken, auf Holz und hier supervisen. Dann wird das schon. Warum mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit die Felder? Ich habe gar keine Not. Was hier? Schießstand. Okay.
Okay, meine Einheiten bleiben einfach alle stecken, das ist schade. Mehr davon. Ja, das hat sogar, ey, das hat sogar gut geklappt. Bin überrascht. Kann ich hier schön seinen Handel killen. Aber ich habe die ganze Zeit immer noch die Holzprobleme, das ist echt ein bisschen komisch. Und hat sich jedenfalls nicht keiner verantwortlich gefühlt. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hat zumindest militärisch aktuell keine richtige Antwort, wie es aussieht. Stein gehen. Und Dorfwohner nach vorne schicken jetzt. Müsste eigentlich mehr Goldeinheiten machen. Ich habe einfach so viel Gold. Oder halt mal Leute von Gold abziehen. Das wäre wahrscheinlich besser. Und schön weiter Upgrades natürlich. So, das habe ich hier aus der Welt geschafft. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, das ist ein Wahrzeichen tatsächlich. Ist das ganz normale Bogenschützen? Ja, aber meine sind upgraded, das heißt meine müssten beinahe besiegen. Ich aktuell schmeiße noch zu viele Einheiten weg. Hier mache ich nicht allzu viel Schaden dagegen. Ich würde mal einen Tribok machen. Sieht sehr gut aus, würde ich behaupten. Die Rodung der Wälder scheitert. Ich habe verraten, die muss ich mal ein bisschen ausbalancieren.
denn das hier wirklich? Aha. Er hält sich erstmal noch wacker. Ah, die ganze Zeit auch so ein bisschen noch Palastwachen da rein, also meine Spezialschwertkämpfer einfach. Und ist das eigentlich immer noch? Ich glaube, weil die gepanzert sind und da muss er ein bisschen gegen Mike wundern. Er läuft die ganze Zeit auch hier nach oben. Nicht, dass er mich jetzt noch von irgendwo überrascht. Und wo könnte er kommen, wo es mir wehtut, ist die Frage. Ich würde sagen, von hier so. Wird irgendwas zerstört von ihm. Und die Bevölkerungskapazität erreicht. Achso, sein Dings hier habe ich zerstört, sein Fahrzeichen. Dann muss ich hier echt einen Ast micro, damit das einigermaßen was für ihn wird. Ist halt immer weglaufen von meinen Einheiten, während ich einfach wirklich stehen bleibe. Ich habe meine Spezialeinheiten, meine Schokolade gar nicht gemacht. So, jetzt gibt er aber auf, nehme ich mal an, oder? So, was sind das hier noch? Mangudai. GG. Das war mal ein, ja, militärisch fokussierteres Match. Obwohl, er ist ja eher wirtschaftlich gemacht. Ich habe es eigentlich auch wirtschaftlich gemacht und dann habe ich gemerkt, dass seine Wirtschaft wahrscheinlich besser ist. Also ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das, also was ich gemacht habe, ist zwei Dorfzentren mit erhöhter Produktion, weil ich das den Chinesen-Bonus aus der Song-Dynastie hatte. Und er hatte Handelsbuben quasi, also Dorfzentrum plus Handelsproduktion. Das heißt, er müsste im Midgame sehr viel mehr Gold gehabt haben als ich, aber ich halt mehr Nahrung und Holz. Das kann man ja bestimmt irgendwo gucken. Genau, sein Gold war halt echt krass. Aber mir müssten die anderen beiden besser gewesen sein. Noch nicht mal, so ein Holz ist auch sehr hoch. Obwohl, das ist die Anzahl Holz, die man in dem Moment hat. Das heißt, es kann auch sein, dass er es einfach nicht konstant ausgegeben hat. Das ist nicht unbedingt ein Faktor. Ich weiß nicht, ob Handelseinheiten hier mit drin sind, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihm auch einiges gekillt. Naja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob, wenn jetzt einfach beide bis zur Imperialzeit sich nicht angreifen und ich halt meine zwei Dorfzentren mit erhöhter Produktion habe und er ein Dorfzentrum plus Handelsbonus, ob er dann besser dasteht oder ich. Aber ich glaube, im Late Game müssten die Chinesen sowieso besser sein. Von daher wäre das langfristig sowieso eher was, eher meine Partie gewesen, sage ich mal. Naja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, ich beschreite meine chinesische Reise weiter. Sprechen ist halt schwierig. Ich sehe euch im nächsten Video.